And this is not necessarily a talk, this is more a performance, and it's titled A Web Page in 3X. It's by Joanna Chico. She's a graphics designer, a researcher, and a performer with a background in dance. Thank you. Thank you for being here. I'll start by sharing some of these choreographic code. I hope you enjoy the dance, and there will be time for questions afterwards. First act. Warning. Theatrical actions are not necessary to the performance piece. Avoid if at all possible. Warning 2. Please switch off your mobile phones. Remove. 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 New sequence or phrasing. Phrase as a metaphor for a long or total duration containing beginning, middle, no end.
eliminate or minimize. Sein scheint. Keep mindful or be aware of your breathing. Behalte deine Atmung im Kopf. Choreografie. Als eine mobilisierende Sprache. Ritualistik, Elements Substitution, Simulation, Elemente des Zufalls, kein Zeitende, Akkumulation, ich höre nicht auf zu atmen, realistisch, Substitution, Ritualistik, wiederholend, gleichzeitig, simulierend. Akkumulierend. Keine Zeit zum Atmen. Ritualistik. Variation. Erweitern und zusammenziehen. Oder so zu lassen, wie es zu sein scheint. Juxtaposition of elements under aleatory influence. Aneinanderreihung von Elementen unter verschiedenem Einfluss. Ein Ding, das sich Körper nennt. Chance modifies perception, destroying the idea of sequencing. Zufall ändert Wahrnehmung und zerstört die Idee der Reihung. Beginning, middle, no end. Anfang, Mitte, kein Ende. Worte, die definieren. Undefiniert. Raum und Zeit. Erweitern und zusammenziehen. Oder alles bleibt, so wie es zu sein scheint. Choreography is the organization of tensions. Choreografie ist eine Zusammenstellung von Widersprüchen. Verlass die Bühne.
accumulation, superimposition, catalytic, thickall body, variation, accumulation, simultaneous accumulation, superimposition of evidence, accumulation, not for breathing, accumulation, simultaneously everything is enough, variation, ritualistic, accumulation, ritualistic, ritualistic, breathing is enough, variation, thickall body, ritualistic, not for breathing, accumulation, variation, variation, thickall body, ritualistic, breathing is enough, variation, ritualistic, superimposition, rhythms, accumulation, thickall body, superimposition, not ritualistic, thickall body, accumulation, variation, substitution, thickall body, repetitive, breathing is enough, ritualistic, variation, simultaneously, I think all the body, usually see breathing until Tina simultaneously leave the stage. Verlass die Bühne. Second act. Zweiter Akt. Pause. Pause. The circle suggests the infinity of perpetual motion, repeating itself interminably. Der Kreis zeigt die Wiederholung einer Moment. Bewegung. Or inertia. Bewegung. There are as many spatio-temporal experiences as there are distinct movements. Es gibt genauso viele räumliche und zeitliche Unterscheidungen, wie es verschiedene Bewegungen gibt. Spatializing time in multi-directions. Multiple speeds and orientations. Verschiedene Orientierungen. Between geometry and gesture. Zwischen Geometrie und Gesten. Unsere Welt organisierend. Remove. Entfernen.
Remove. Entfernen. Breathe. Atme. Undefiniert. Kreis. Wie das Uhrwerk. Ein starker Kreislauf. Undefiniert. Öffentlicher Bereich. Rotation. Drehendes Rad. Geometrie der Zeit. Undefiniert. Der private Kreis, drehend, sich wiederholend, undefiniert. Ewig immer in Bewegung. Atme. Drehung. Rotation. Rotation. Kugeln. Drehend. Der private Kreis. Atme. Breathe until it's enough. Atme, bis es genug ist. And rotate. Und rotiere. Pause. Pause. Leave the stage. Verlass die Bühne. Final act. Letzter Akt. By moving or by opting to remain still, choreography demonstrates how its decodings are not mere conceptual propositions, but actual possibilities for action. Choreografien demonstrieren, dass sie nicht nur Möglichkeiten sind, sondern tatsächlich Aktionen, in denen man sich bewegt oder sich entscheidet, stillzustehen.
Für die Leute im Stream. Sie ist um den Raum gerannt, was wahrscheinlich nicht zu sehen war, und sitzt jetzt in der zweiten Reihe schwer atmend auf einem Stuhl. Danke. Thanks. Danke. Thank you for being here until the end. Danke, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Oder nicht eingeschlafen seid und all sowas. Open to questions. Also, ja, ich bin offen für Fragen. Ich habe einige Notizen mit dabei und freue mich, etwas mehr über dieses Projekt zu teilen. Also, ja, fangt an, Fragen zu stellen. Und sonst kann ich noch mehr von meinen choreografischen Ideen teilen. I will. So, deine Ideen, kam ein Ausruf aus dem Publikum. Reading is by Steve Volk and Michael Klein, also two choreographers. Okay, ich lese auch etwas von Michael Klein und einem weiteren Choreografen. Das ist auch etwas, was ich in die Design- und die Programmierwelt brachte und investigating what goes behind the interface. Ich finde, es hilft auch, eben zu erforschen, was hinter dem Interface passiert. Vielleicht ist das nur eine sehr grundlegende Definition. Und ihr wisst auch, dass Choreografie für geschriebene Bewegungen steht. Also hat man hier so eben das Werkzeug, eine Sprache, die über viele Jahre konstruiert wurde, die auch von verschiedenen Menschen und Bewegungen in verschiedenen Zeiten entwickelt wurde. Auch wenn, also falls es griechisch sprechende Menschen hier gibt, könnt ihr das auch lesen. Er spricht von geschriebenen Bewegungen. In particularly this notion of a hand, which goes very physically back to the notions of writing and how we. Also besonders auch diese Idee einer Hand und dass es eben zurück zum Schreiben geht und die Bewegung beim Schreiben. Auch dass Raum nicht etwas vorher definiertes ist, sondern etwas, das wir selber definieren. Und eben diese Idee von Raum machen, nicht Raum geben, sondern oder geben bekommen, sondern Raum nehmen, auch als Kollektiv. Also das ist so meine eigene Formel, dass ich entschieden habe, mich mit choreografischen Sprachen zu beschäftigen und eben mit Programmierung und Webprogrammierung. Can be a demonstration sometimes, but und eben Verschiedenes zu machen, so eine könnte eine Demonstration sein oder eben diese Live-Performances. And yeah, for me it's not just an appropriation or trying to. Für mich ist nicht nur eine Anwendung. Through this performative utterance of code, but it's also a way of thinking critically and thinking. Es ist auch ein Weg, kritisch zu denken und anders zu denken und auch auf kritische Stimmen zu reagieren. Es gab auch andere Projekte. On other sorts of dance genres, what you. In anderen Genres. Was ihr gerade gesehen habt, war basiert auf postmodernem Tanz. Originated in the
50s. Welcher seinen Ursprung in den 50ern hat. Vielleicht kennt ihr ein paar Namen, also zum Beispiel Yvonne Rainer, Merce Cunningham, Trisha Brown, das sind die Jars. Other fights, so women. Viele dieser Stimmen haben auch für andere Kämpfe gekämpft, zum Beispiel eben dann Frauenbewegungen, um eigene Rechte kämpfen und auch um seine eigenen Sichtweisen zu kämpfen. Dass auch die performt werden. Yeah, with all these different projects, mit diesen vielen different verschiedenen Projekten habe ich auch mit anderen Choreografen gearbeitet. Mein Hintergrund ist im Ballett und im zeitgenössischen und klassischen Ballett. Und das habt ihr jetzt gerade auch so ein bisschen gesehen. Ich habe auch mit anderen gearbeitet, zum Beispiel mit Ashgar Watson Movement Notation und zuletzt mit Bouton. Viel davon findet man online. Ihr könnt Videos finden oder auch der Source Code, den gibt es auf GitHub. Aber ich hätte natürlich auch den Code alleine haben können, aber ich finde auch diese Momente wichtig, in denen ich den Code performen kann. Hier ist ein Zitat. Words that I make them mine in a way because of merging all these references into. Und die Art, wie ich die Worte und den Code und alles zu meinem eigenen machen, indem ich sie zusammenbringe und zum Beispiel auf einer Bühne bin, aber auch in einem Publikum sein kann. Und es ist für mich eine Art der physischen Arbeit, die sonst nicht so direkt ist, weil so normalerweise ist Programmierung ja versteckter oder nur der Bildschirm. Hier ist eine weitere Referenz von Miriam van Imschut. And how the flesh sind Gedanken über Code, aber auch wie the language, with the devices, Körper, Fleisch dynamisch ist und immer in Verbindung mit der Umgebung und mit verschiedenen Agenten. Das waren verschiedene Dinge, die ich rausgefunden habe und die ich gerne gerne teile mit euch. Programming scripts as evolving, as not as static. Und ich sehe diese Programme und diese Choreografien als sich weiterentwickelnd und nicht als statisch. I was going to show a few of these projects, but again, I do want to. Ich wollte euch einige dieser Projekte zeigen, aber bitte unterbrecht mich, wenn ihr Fragen habt. Aber dann, ansonsten würde ich weitermachen. Wer unterbrechen möchte, kann gerne zu einem Mikro laufen und unterbrechen. Das war ein kürzliches Experiment. It's a really interesting 3D environment and es ist ein interessantes 3D, eine interessante 3D-Umgebung. In dieser Galerie gibt es alle paar Monate, werden verschiedene Künstler eingeladen und da konnte ich meinen Code einfügen und habe ihn allen öffentlich zugänglich gemacht, die es selbst mal ausprobieren wollten. Created for Google Maps. Und dieser Code wurde speziell für Google Maps kreiert. Und ich habe dann das Ganze mit in der Moon Gallery demonstriert. Ich performe auch nicht immer alleine. Ich habe eine Kollaboration. Und ich freue mich immer über Zusammenarbeit. Einige hier Anwesende haben auch schon mit mir zusammengearbeitet.
Ich bin nicht nur Choreografin, sondern ich bin auch sehr interessiert am Theater. Traditionell, also naja, wenn man von Tradition sprechen kann, gibt es mit Live-Coding einen großen Zusammenhang mit Musik. Und ich habe jetzt eine Zusammenarbeit mit Rennick Bell angefangen. Ihr könnt unsere Plattform online finden, wenn ihr mehr Details möchtet. Aber ich fand es sehr interessant, diese dualen Interface-Performances zu haben, wenn wir beide daran arbeiten und ich mache den Sound und jemand verändert die visuelle Seite. Hallo, vielen Dank für diesen Vortrag. Das war sehr bewegend. Wenn ihr um uns herum gerannt seid, hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie so eine involvierende Bewegung, die uns zusammenziehen, also hinzuzieht, wer so uns umrandet. Und dein Code ist auf GitHub. Möchtest du, dass andere diesen Code weiter verändern, forken und das auch ein bisschen üben als Übung des Bewegung? Oder siehst du das als, wie das mit Leuten, die nicht so gut sind in der Bewegung? Also, eines ist klar, wir sind alle immer in Bewegung, auch selbst wenn wir stillstehen. Also könnte jeder teilnehmen. Also wir sind ja auch Teil von vielen Choreografien. I was hoping that someone would fork. Ich hatte gehofft, dass jemand teilhat und mitmacht. Und ja, wenn ihr wollt, bitte kommt mit dazu, arbeitet mit. Really like that. Tolles Performance. Ich mochte das sehr. Kannst du darüber reden, was deine Idee war? Ich suche irgendwie in diesen Visualisierungen eine Schönheit. Suchst du nach einer Erfahrung, deiner persönlichen Erfahrung eines Raums, den du teilen möchtest? Oder was ist, in welche Richtung gehst du damit, wenn du den Code schreibst? I wouldn't really know what to say about beauty. Ich weiß nicht wirklich, was ich über Schönheit sagen könnte. Das ist etwas anderes für mich. Ich würde nicht daran denken, während ich performe. Aber ich denke über Ästhetik nach. Und über Sinne und sinnliche Erfahrungen mit Bewegung. Und im Körper und Fleisch und Schweiß und all das zusammen. Und das dann in den Raum des Codes zu bringen. Und ich denke, wir sind alle irgendwie schon mit in diesem Kreis. Aber ich denke nicht wirklich über Webdesign nach in Terminologien wie schön oder hässlich. Probably last question from microphone number two, and please keep it brief. Kurze Frage von zwei. Okay. Das ist eine technische Gruppe, die sehr hinter sind technische Besucher anders als die das die ganzen Interfaces nur von vorne sehen. I had really different comments and I heard really different feedback actually. Ich habe viel verschiedenes Feedback bekommen und Kommentare. While they really realize that there is actually a head and a body. And manche Menschen sehen immer denselben Code und realisieren erst später, dass es einen Kopf und einen Körper gibt und sehen diese Differenzierung erst später. It's quite surprising, actually. Also es ist für mich sehr überraschend. No novelty and ich denke immer, dass das, was ich tue, niemandem was Neues
zeigen wird und dass es eben ein existierendes Interface ist. Aber es ist möglich, diesen Code anders zu sehen und zu lesen und in mehr technisch orientierten Umgebungen passiert das eher. Und mit Menschen, die tatsächlich wissen, wie man programmiert, erkennen natürlich mehr Funktionen und Terme und finden mehr im Code und denke, da ist eine andere Erfahrung, die man macht. And, well, this is the end of this talk. We will continue at 21:50. Das war die deutsche Übersetzung des Talks A Webpage in Three Acts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren Eskarina und Franz T. Ja, habt noch einen schönen Tag. Wenn ihr Feedback habt, wäre das super, wenn ihr das an @c3lingo weiterleitet oder mit dem Hashtag C3T an uns tweetet oder ihr sendet uns einfach eine E-Mail an hallo@c3lingo.org. Auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Wiederhören.